Ich darf Sie nochmals herzlich willkommen heißen, liebe Handballfreunde, zum Trainergespräch nach dem 20. Spieltag in der dritten Handball-Bundesliga Süd der Rhein-Neckar Löwen gegen den TV Plochingen. Das Ganze vor 270 Zuschauern, hat Zeitstand 17:16, Endstand 33:31. Beste Torschützen von Seiten der Gästen, Henrik Bischoff mit 9 Toren und von Seiten unserer Rhein-Neckar Löwen Philipp Aunso mit 12 Toren. Begrüßen darf ich zu meiner rechten Gästetrainer Michael Schmöbel und zu meiner linken unseren Trainer Michel Abt. Bevor die Herrschaften aber das Wort haben, habe ich noch die Endergebnisse der anderen Begegnungen. Und zwar spielte einmal Erlangen gegen Danzenberg 27:24, Pforzheim-Wildstedt 25:25, Balingen-Waldstetten gegen Blaustein 30:20, Saarlouis gegen Hochdorf 30:24, Hasloch-Oppenweiler-Backenang 31:27, Fürstenfeldbruck, Kornwestheim 33:21 und Horkheim gegen Pfullingen 28:31. Wilmer hat zuerst das Wort, unser Gast. Michael, bitte dein Statement zum Spiel, bitte. Ja, erstmal schönen guten Abend zusammen. Glückwunsch an die Rhein-Neckar Löwen zum Sieg heute. Ich glaube, wir hatten es die letzten Wochen nicht einfach, hatten eine schwierige Zeit, hatten nicht so viel Selbstbewusstsein, aber ich glaube, die Mannschaft hat heute eine super Reaktion gezeigt. Wir waren ganz, ganz nah dran an dem Auswärtssieg heute. Leider hat uns in der entscheidenden Phase, haben wir den einen oder anderen Fehler zu viel gemacht. Ich denke gerade zurück, der hat eine Chance im Konter, wären dann auf 2 oder 3 Tore weggegangen, hatten die Überzahl, die wir in der ersten Halbzeit nicht gewinnen und in der zweiten Halbzeit dann auch nicht. Und es waren in der Summe dann diese Kleinigkeiten, die heute für die Rhein-Neckar Löwen waren. Ich glaube, wir waren nicht die schlechtere Mannschaft, wir waren auf einer Ebene. Für die Rhein-Neckar Löwen im Angriff, sprich die individuelle Stärke auf der Rückraum-Linksseite und auch auf der Rückraum-Mittelseite mit dem Kreisläufer. Aber ich glaube, wenn wir so weitermachen, dann kommen auch wieder die Erfolgserlebnisse für uns zurück. Und die Mannschaft muss einfach wieder in den Rhythmus kommen. Und daran werden wir jetzt in den nächsten Wochen weiterarbeiten. Schönen Dank für die erste Einschätzung. Ja, Michael, ein Stück Arbeit, harte Arbeit heute. Trotzdem, es hat gereicht. Wie hast du dieses Spiel gesehen? Die 60 Spielminuten, dein Kommentar bitte. Ja, schönen guten Abend. Danke für die Glückwünsche, die nehme ich sehr gerne an. Wir hatten dieses große Ziel, Plochingen zu Hause vorzubereiten, um unsere 24 Punkte zu erreichen. Das haben wir heute geschafft. Da kann man dann mal der Mannschaft ein Kompliment aussprechen, das haben sie gut gemacht. Über das ganze Spiel hinweg waren wir eigentlich, habe ich das Spiel schon so wahrgenommen, dass wir eigentlich immer 1-2 Tore in Führung waren, hatten dann in der 45. Minute einen kleinen Durchhänger. Lag aber gefühlt eher ein bisschen an uns, dass wir sehr, sehr, sehr viele Fehler gemacht haben. Haben hinten in der Abwehr viele Probleme mit dem Kreisläufer gehabt, haben dafür aber dann die Rückraumtore weggenommen vom Erifopoulos, der normalerweise viele Schlagwürfe wirft. Und dann haben wir natürlich im Kader eine individuelle Klasse, auf die wir auch eben sehr viel Wert legen im Training. Kann man natürlich einen Philipp Aunso rausnehmen, der heute, ich glaube, 12 Tore geworfen hat. Aber man darf zum Beispiel auch einen Kaspar Feigl nicht unterschätzen, der eigentlich als Rechtsaußen spielt 50 Minuten A-Jugend, spielt nochmal jetzt hier in der dritten Liga ein Riesenspiel. Das freut mich, da kann man ein Kompliment aussprechen, auch an die beiden direkt. Schönen Dank, Michael. Ja, Michael, ihr habt ja als Vorgabe vor der Runde gesagt, Nicht-Abstieg ist euer Ziel. Heute eine ganz tolle Leistung gezeigt. Okay, was sind eure nächsten Ziele mit deiner Mannschaft und was soll am Ende rauskommen? Welche Platzierung habt ihr jetzt angestrebt? Ja gut, ich glaube, wir sind gerade in der Situation, dass wir einfach nur noch von Spiel zu Spiel denken. Wir spielen jetzt am Freitag in Kornwestheim und da schauen wir, dass wir die Leistung von heute da auch wieder mittransportieren, vielleicht nochmal einen Tick zulegen können. Auch in der Abwehrarbeit, ich glaube, diese individuelle Stärke von dem Rückraum linken, es sind Kornwestheim nicht, die kommen eher übers Kollektiv und da müssen wir als Kollektiv dagegen halten und dann genau diesen Mut und diese Leidenschaft wieder in das Spiel reinbringen und dann denken wir nur noch von Spiel zu Spiel und ansonsten das Ziel Klassenerhalt bleibt, also da werden wir nicht aufgeben und weiter dran arbeiten und alles reinstecken in die nächsten Spiele. Schönen Dank.
Ja, mit ein anderes Thema. Ich habe das schon bei unserem letzten Heimspiel angesprochen. Wir haben wiederum ein Jugendzertifikat bekommen, der Nachwuchs, und zwar die U20 mit Benedikt Damm, Philipp Aunso, zuletzt Sieger beim Vier-Länder-Turnier in Portugal. Die U19 im vergangenen Jahr Vize-Weltmeister mit einigen Junglöwen. Ja, und ehemalige Spieler von uns, David Schmidt, in der Nationalmannschaft. Das heißt, wir sind jetzt momentan sehr gut aufgestellt. Eine klasse Arbeit wird hier abgeliefert. Ein paar Worte dazu, bitte. Ja, also man hat es ja lesen können, wir haben das Jugendzertifikat bekommen. Ich glaube schon, dass wir in den letzten Jahren, was die Entwicklung angeht, im gesamten Jugendbereich einen sehr, sehr guten Job gemacht haben. Auch David Schmidt, der hier die Jugend durchlaufen hat, der dann jetzt da in den DFB-Kader gerutscht ist aufgrund der Verletzung. Wir haben in der U20-Nationalmannschaft mit dem Philipp natürlich einen Spieler dabei gehabt, mit dem Benne beim Turnier, aber auch einen Janis Schneibel, der dann halt Abi geschrieben hat, der dadurch nicht dabei war. Ja, ich glaube, wir haben jetzt auch mit dem David Ganser wieder einen Spieler dazu bekommen, der der ganzen Mannschaft gut tut, der den jungen Spielern gut tut, der die Spieler führen kann. Das war so ein bisschen auch mein Wunsch. Das ist jetzt sehr gut. Da haben wir im Training wieder viel Qualität, eine Führungsperson dabei. Und dann glaube ich, dass wir, auch wenn man das A-Jugendspiel vorhin gesehen hat oder die B-Jugend sich anschaut, mit sehr vielen Spielern, die in der Jugendnationalmannschaft spielen, auf einem sehr, sehr guten Weg sind hier. Dann eine letzte Frage. Wir haben natürlich jetzt einen großen Schritt gemacht für den Nichtabstieg. Was für Punkte braucht man am Schluss, um eben nicht abzusteigen in der Runde? Es sind jedes Mal Überraschungsergebnisse da. Was meinst du, wie viele Punkte braucht man da am Schluss, um nicht abzusteigen? Ja, also wenn Fürstenfeldbruck vorneweg marschiert, glaube ich schon, dass so bei dieser ausgeglichenen Liga wahrscheinlich am Ende 22, 23 Punkte, wenn die Spieleergebnisse so weitergehen, zum Klassenerhalt reichen könnte. So in den letzten 7, 8 Jahren waren es dann immer so diese 25, 26 Punkte, mit denen man auf jeden Fall durch war. Ich glaube, dadurch, dass jetzt diese enge Liga ist mit 24 Punkten, könnte es dieses Jahr auch sehr gut reichen. Okay, wunderbar. Ja, die Trainer haben soweit alles gesagt. Sind noch Fragen von der Presse? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich noch mal hinweisen für das nächste Heimspiel, und zwar am Samstag, 8. Februar. Um 20 Uhr haben wir dann in der Trainingshalle in Kronau den SV Kornwestheim zu Gast. Schaut also wieder da vorbei, unterstützt unsere Mannschaft. Euch darf ich einen gesunden Nachhauseweg wünschen. Alles Gute noch für die restlichen Spiele. Und Ihnen, liebe Zuschauer, schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.